be anything other than what I've been trying to be lately. Hey Leute, und zwar habe ich mich gestern nicht melden können bei euch. Ich weiß gerade gar nicht mehr gestern, was für ein Tag war. Was der 30. Wir hatten unsere erste Prüfung. Ach so, stimmt. Gestern war unsere erste. Ich habe euch ja nach der Prüfung schon, ich habe dann gar nichts mehr danach gesagt, obwohl doch eigentlich schon. Auf jeden Fall war ich gestern Eis essen mit einer Freundin, dann waren wir noch im Burger King und jetzt bin ich in der Bib und lerne Bio mit so einer Klassenkameradin aus dem Französischkurs. Klassenkameradin! Wir sind alleine in der Bib, also in diesem Raum und die Bib macht, glaube ich, in ein paar Minuten zu. Oder? Ich hätte dich aufnehmen können. Hätte ich so früh eine. Nee, ich habe schon den richtigen Winkel so. Dein Kopf ist gerade abgeschnitten. Eigentlich nicht. Auf jeden Fall lerne ich gerade Bio von so einem Mädchen, die alles zusammengefasst hat. Die ist anscheinend so eine 15-Punkte-Kandidatin. Das ist gerade Nervenphysiologie. Ich kann nicht mehr. Am Montag ist Mathe. Ich habe für Mathe noch nichts gemacht. Ich versuche wirklich dieses Wochenende jetzt was für Mathe zu machen. Und am Donnerstag dann Bio und am Mittwoch Englisch. Und Englisch habe ich auch noch nichts gemacht. Wir müssen weiterlernen. Weißt du, sag ich jetzt gerade, ne? Die ist die ganze Zeit die, die uns ablenkt. Wir haben nicht mal mehr Zeit. Wir müssen bald raus. 34. 26 Minuten. Ja, Leute, falls ich nicht die nächsten Tage mich melde, wir sehen uns dann am Montag für Mathe, dann am Mittwoch und Donnerstag. Also, bis dann, ciao. So, hallo Leute, heute ist der 3. April. Ich kann nicht mehr auf die Kamera fokussieren mit meinem Auge. Ich bin gerade irgendwie voll. Ich schreibe heute Mathe. Ich habe mich die letzten Tage nicht gemeldet. Ich weiß, weil ich einfach mit was anderem beschäftigt war. Bio und Englisch. Und ich weiß, also ich fühle mich ganz normal. Ich bin auch wirklich gar nicht aufgeregt. Also im Ernst, gar nicht aufgeregt. Das einzige Problem, was ich heute Morgen hatte, ist, dass ich mit Durchfall aufgewacht bin. Ich bin wirklich, ich habe keinen Schiss vor der Matheprüfung. Wirklich. Weil ich denke mir so, du hast schon so oft verkackt in Mathe. Was macht diese eine andere Prüfung jetzt aus, dass du dann ein Gefühl kriegst oder so? Wisst ihr? Da denke ich mir halt einfach so, okay, du wirst auch verkacken, aber du bist daran gewohnt. Und deswegen ist es jetzt nicht so schlimm. Auf jeden Fall mache ich mich gerade auf den Weg zur Schule. Ich bete, dass ich keinen Durchfall mehr habe. Ich habe so wirklich, mir ging es so schlecht heute Morgen. Also, ich melde mich dann in der Schule, um zu zeigen, wie sich die anderen fühlen. Okay, bis dann. Okay, Leute, wir sind gerade ein paar Minuten vor Mathe-Abi. Uns geht's brillant. Ja. Oder? Ja. Und ich habe gerade ganze Zeit wieder nicht gepennt. Ich bin zwischen so einer starken 0 und zu einer schwachen 1. Und, Leute, wie geht's euch? Ja, gut. Okay, gibt keine Antwort. Ich hab super geschlafen. Keine Antwort. Ja, ich habe 2 Stunden gepennt und ich hatte Durchfall heute Morgen. Ich habe letztes Mal gar nicht gepennt, dachte ich, das ist ja. Wir sehen uns nach dem Mathe-Abi, dann sage ich euch, wie es mir geht, aber ja, ich weiß es schon. So, hallo Leute, ich habe mich nach Mathe nicht melden können, weil ich mich mit meinem inneren Wohlbefinden, ich weiß, ich habe mich einfach nicht gut gefühlt. Ich habe auch wirklich 2 Stunden danach Mathe abgegeben, weil ich da einfach keinen Sinn mehr gesehen habe. Ich habe da vielleicht eine Teilaufgabe richtig machen können, die 2 Verrechnungspunkte gibt von 90. Ich habe damit gerechnet. Ich habe auch wirklich nichts für Mathe gemacht. Irgendwie habe ich es bereut. So, hallo Leute, sorry, das ist einfach abgebrochen. Jetzt habe ich auch gutes Licht vor meinem Gesicht. Auf jeden Fall, nach Mathe hatte ich nicht wirklich Lust zu vloggen. Wie ging es mir? Ich musste wirklich kämpfen, irgendwie zu heulen. Also ich wollte unbedingt heulen, einfach alles rauslassen, aber das ging irgendwie nicht. Deswegen bin ich dann in den Computerraum gegangen, weil ich habe wirklich nur eine Aufgabe gemacht, die 2 Punkte gibt, also 2 Verrechnungspunkte von 90. Mal schauen, was aus dieser Aufgabe wird. Vor allem, ich habe eine Nacht davor auf Snapchat gepostet, dass ich nicht mehr weiß, wie man Nullstellen berechnet. Und dann haben 5, 6 Leute geschrieben, wie das geht. Und es war die allererste Aufgabe, die ich dann auch gemacht habe. Ob ich es bereue, bisschen. Also ich habe dann auch gesehen, die Matheprüfung ging eigentlich wirklich. Aber ich dachte mir so, Serhat, es ist einfach Schicksal. Du gehst strategisch vor, wie du dein Abitur schaffen wirst, wie du nicht durchfällst. Und das ist einfach der Weg durch, dass du auf Mathe einfach scheißt. Sorry, auf gut Deutsch gesagt, einfach einen Scheiß drauf gibst. Und dich auf die wesentlichen Dinge konzentrierst, in denen du gut bist, um das Bestmöglichste rauszuholen. Auf jeden Fall habe ich es dann abgegeben nach 2 Stunden. Und wir hatten 4,5 Stunden Zeit. Genauso viel wie für Chemie und Ernährung, was ich richtig asozial finde, weil für Chemie und Ernährung hat mir wirklich gerade noch so die Zeit gereicht. Und für Mathe auf jeden Fall bin ich dann zum Computerraum gegangen, habe mir gedacht, ja, du kannst nicht heulen, du kannst es nicht rauslassen, deswegen schaust du jetzt irgendeine traurige Serie an. Ich habe dann 13 Reasons Why angeschaut auf Netflix, die ersten 4 Folgen, und habe dann was gegessen. Und dann bin ich in die Bibliothek gegangen mit ein paar Freunden aus dem Französischkurs und habe Bio angefangen, also beziehungsweise Bio weitergelernt. Ja,
Leute, egal was passiert, egal wie sehr ihr struggelt mit Prüfungen oder was auch immer, egal wie sehr du struggles mit einer Prüfung, falls du durchfällst, es ist nicht die Welt. Du, weißt du, es gibt so viele Türen, die auf dich warten. Das Schicksal lässt nicht Dinge passieren ohne einen Grund. Das ist Tatsache. Also egal was kommen mag, egal was passieren mag, es hat einen Grund. Egal wie sehr du down bist, egal wie sehr dich jemand runtermacht, egal wie sehr du eine Prüfung verkackst, es passiert nicht ohne Grund. Und du denkst dir wahrscheinlich, scheiße, was mache ich mit meinem Leben, wenn ich durchfalle? Oder was passiert dann? Glaub mir, du siehst es zwar nicht vor dir, aber vor dir sind so viele Türen, die auf dich warten, dass du sie öffnest. Wirklich. Also, wenn's nicht wird mit der Prüfung, dann ist es halt so, das ist dann mein Schicksal. Klar, ich hab's in der Hand, deswegen mache ich auch das Bestmöglichste daraus. Aber wenn's nicht so sein soll, dann wird's nicht so sein. Aber ich hab wirklich eine hundertprozentige Gewissheit, dass es passieren wird, dass ich es schaffe. Und das solltest du auch, weil im Glauben ist A und O, Gesetz der Anziehung, deine Gedanken bestimmen dein Handeln, deine Zukunft, alles. Ja. Also am Mittwoch ist dann Englisch dran und Donnerstag Bio, wenn ich bis dahin nicht weiter geblockt habe. Wir sehen uns dann, ich hoffe, diese kleine Ansage vom Montag heute, also heute ist ja Montag, also dieser kleine Motivationsspruch hilft euch weiter. Vergisst nicht, es warten so viele Türen auf euch. Es warten so viele Türen auf dich. Also, ja. Also bis dann, ciao. Okay, die Lampe kann man nicht bewegen. Okay, what the fuck, Leute. Ich habe einfach voll verpasst, voll vergessen, Englisch zu vloggen. Wir hatten heute einfach Englisch und ich habe das voll vergessen. Und ich war so perplex nach der Prüfung. Ich war dann von 11.30 Uhr bis 16 Uhr oder so in der Bib, hab Bio gelernt und jetzt bin ich nach Hause gegangen, hab geduscht, gegessen, dies, jenes, dieses, hab dann Bio weitergelernt und jetzt bin ich hier und 23 Uhr irgendwas und ich kann nicht schlafen, ich bin übel nervös. Ich hab gerade auch auf Snapchat Story über die ADHS Sachen gepostet, weil ich nicht schlafen kann und weil ich irgendwie an alles denken muss und ich glaube, das sieht man auch übel an meiner Haut, falls man das erkennt, dass ich gerade übel, ich weiß nicht mehr. Ich freue mich einfach nur morgen aufs Feiern danach, aber ich habe echt voll Schiss vor Bio, wirklich. Ich habe schon viel gelernt, ich habe eigentlich alles gelernt, aber irgendwie fühle ich mich auch so, als hätte ich auf Lücke gelernt, ich weiß auch nicht. Und ich muss irgendwie an die ganzen Lehrer denken, aus meiner Realschule und vor allem auch jetzt von diesem beruflichen Gymi. Die Lehrer, die mich irgendwie immer demotiviert haben, gemeint haben, ich könne das Abi nicht schaffen. Und jetzt bin ich einfach hier. Einen Tag vor meiner letzten schriftlichen Abi-Prüfung. Wisst ihr, so mit einem Schritt über der Schwelle fast. So, ach, ich weiß nicht. Also, keine Ahnung, was ich sagen soll. Ich bin gerade übel. Ich versuche irgendwie zu schlafen, vielleicht auch weiter zu snappen. Ich werde auf jeden Fall morgen vloggen vor Video, weil das muss sein. Ich werde mir, glaube ich, sogar eine Erinnerung machen auf dem Handy. Wir sehen uns dann morgen, okay? Bis dann, ciao. Ich bin gerade auf der Schultoilette und ich bin von der Bio-Prüfung jetzt raus. Das ist so mein Outfit. Ich weiß, die Tasche passt nicht dazu. Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. So, hallo Leute, ich wurde gerade in der Toilette unterbrochen. Da können wir leise sein. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall hatten wir gerade Bio. Sieht man mein Gesicht? Die Tür. Okay, wir hatten gerade Bio und es war irgendwie richtig leicht für das, dass ich gestern Abend 30 Minuten lang geheult habe auf meinem Bett und ich wusste, was ich mit meinem Leben anfangen soll. Hat es ganz gut geklappt. Ja, das ist eine Horroridee. Das ist Wasser, ja. Auf jeden Fall. Also wir hatten gerade Bio geschrieben und ich bin irgendwie mega so, ich habe gestern Nacht über die Depressionen gehabt und voll den Anfall und wusste nicht, ob ich mein Leben irgendwie weiterleben könnte mit den Gedanken, dass ich Bio nicht machen kann. Ja, lauf doch, wir kommen und heute dann. Haben wir jetzt Bio geschrieben und es war richtig cool. Ich habe da voll viel gewusst, ich konnte alles ausfüllen. Ich habe zwar jetzt, glaube ich, mindestens so 5, 6, 7 Verrechnungspunktfehler, aber das wird, und jetzt gehen wir trinken. Was denkst du, was für Notenpunkte du hast? Ich weiß nicht, aber ich glaube nicht schlechter als 9. Ja, was ist das jetzt? Sehr gut. Noch mehr Alkohol. Nein. Nein, Wische. Also Leute, Abi. Hallo Leute, ich habe mich vor lange nicht mehr gemeldet und wir kriegen heute die Abi-Ergebnisse raus. Lala, man sieht dich nicht. Auf jeden Fall kriegen wir heute die Abi-Ergebnisse und ich weiß auch nicht, was ich sagen. Wie geht's euch? Wie geht's euch? Hallo? Okay. Ja, ich vlog dann später weiter. So, Leute, hallo. Ich habe
jetzt alles bestanden, also was heißt alles, aber ich weiß gerade gar nicht, wo ich anfangen soll. Und zwar bin ich gerade nach Hause gekommen, also was heißt gerade, ich bin vor 2-3 Stunden nach Hause gekommen, habe so übel mein Leben gefühlt, habe gegessen, Smoothies gemacht, geschlafen und jetzt bin ich ready für dieses Video und ja. Also ich habe meine schriftlichen Prüfungsergebnisse bekommen, ich habe Mathe 0 Punkte bekommen, habe doch damit gerechnet, weil ich während der Prüfung eingeschlafen bin, ich hatte auch keinen Bock mehr. In meinem Profilfach, also Ernährung, Chemie, habe ich 12 geschrieben, ziemlich gut für meine Verhältnisse, also wirklich. In Bio habe ich 11 geschrieben, was auch ziemlich gut ist für meine Verhältnisse und in Englisch leider 7. Also ich habe dann so insgesamt eine Punktzahl von 120, man muss mindestens 100 Punkte erreichen in 5 Prüfungsfächern, um zu bestehen. Das heißt, mein 5. Prüfungsfach Ethik ist das mündliche und da könnte ich sogar jetzt 0 Punkte reden und würde trotzdem noch bestehen. Also ich kann da richtig gelassen reinkommen und einfach mein Bestes geben und einfach chillen. So, wisst ihr, was ich meine? Ich bin noch nicht gefährdet, Gott sei Dank. Und ja, das Einzige, was mich so ein bisschen angekostet hat, aber das Leben ist nicht im Ponyhof. Wir mussten ja 4 Themen abgeben fürs Ethik-Mündliche und ich habe halt das 4. Thema bekommen und das war bei mir so ein Lückenfüller. Das heißt, ich kannte das Thema nicht mal. Das ist irgendwas mit diesem Embryonenschutzgesetz und ob das moralisch vertretbar ist und keine Ahnung, was dieses Ganze... So, jetzt bin ich im Badezimmer, weil meine Mutter mich rausgekickt hat aus der Küche. Also, wo bin ich stehen geblieben? Genau, das Thema für meine mündliche Ethik. Ich glaube, das ist so dieses, wie ist meine Fragestellung? Irgendwas mit Präimplantationsdiagnostik. Ich kann das Wort nicht mal aussprechen, also das wird richtig kritisch für mich. Ja, wenn ich mich jetzt damit richtig gut beschäftige und mich da einlese und ein paar Theorien durchlese und so weiter und so fort, sollte das eigentlich schon klappen. Ja, also ich bin ziemlich zufrieden. Ich kann endlich loslassen mit der Schule. Jetzt nur noch nächste Woche ist die Prüfung und dann bin ich komplett fertig. Und das ist wirklich ein schönes Gefühl. Also an alle, die das gerade auch durchmachen müssen, egal ob in der Ausbildung, in dem Abi, Realschule, Werkrealschule, allgemeine Schule, keine Ahnung, wo ihr seid. Und ihr habt gerade Prüfungen, gebt nicht auf, konzentriert euch, bleibt bei der Sache und gebt euer Bestes. Wenn ihr es auch nicht schaffen solltet und wenn ich es auch wirklich heute die Bestätigung kriegen würde, wenn ich das wirklich gekriegt hätte, die Bestätigung, dass ich es heute nicht geschafft habe, ich weiß jetzt nicht, ob das richtiges Deutsch war, dann würde ich, glaube ich, richtig am Boden zerstört sein. Ich glaube, ich wäre eine Woche lang wirklich ciao, also nicht am Handy, gar nichts, wirklich einfach weg. Aber im Endeffekt würde ich mir denken, alles passiert aus einem Grund und es muss schon eine höhere Macht, zieht nicht bewusst diese Tür vor dir, weißt du, wie ich meine? Also es wird nicht ohne Grund so eine Tür geöffnet, die dich zu diesem Schicksal führt. So, es muss ein Ziel haben, ein Ziel für etwas Höheres und vielleicht für etwas, was dir mehr Freude bereiten könnte. Also, falls du es nicht geschafft haben solltest, dann tut es mir leid, aber du musst dir denken, alles passiert aus einem Grund und der liebe Gott oder Schicksal oder keine Ahnung, um was du glaubst, hebt für dich etwas Besseres auf, um dir das zu geben. Also das war's dann mal mit dieser Abiturwoche, mit meinen Ergebnissen. Ich hoffe, diese Art von Videos gefallen euch in Zukunft. Es ist jetzt so mein erster Vlog gewesen zum Thema Schule. Und ich glaube auch hoffentlich mein letzter, weil ich will auf jeden Fall nie wieder mehr in die Schule gehen. Falls euch das gefallen hat, lasst mir doch bitte einen Daumen hoch da, abonniert mich. Schreibt mir in die Kommentare, was euch gefallen hat und was nicht. Und auf jeden Fall erzählt mir bitte von eurem Schulleben. Ich will das so gerne wissen. Habt ihr auch so Probleme wie ich in Mathe? Ich glaube ja, weil jeder Mensch hat irgendwie Probleme in Mathe. Zumindest diese kreativen Menschen, die so ein bisschen Fashionister sind und so. Und so ein bisschen andere Dinge im Kopf haben. Und ja, ich bin so wirklich ausgelaugt. Kennt ihr das einfach? So, alles kommt jetzt raus. Meine ganzen Muskeln sind entspannt und ich bin übel. Keine Ahnung, sogar während der Zeit, in dem ich nicht in die Schule gegangen bin, hat sich mein Hautbild auch übel verbessert, weil ich einfach nicht mehr diesen Stress habe in mir. Ja, Mann. Bis zum nächsten Video auf jeden Fall. Gib nicht auf, egal was du gerade machst. Gib nicht auf, bitte. Und bis zum nächsten Video. Bis dann, ciao. And all I have to do is think of me and have a peace of mind. And all I have to do is think of me and have a peace of mind.